Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem wunderschönen London. Ich bin gerade in London und heute wird es ein sehr, sehr besonderes Video geben. Und zwar habe ich mich heute auf die Restaurants konzentriert, die es in Deutschland nicht gibt. Und ich sage euch, das wird so ein krasses Video, weil London hat so heftig geile Restaurants. Ich werde hier definitiv noch ein weiteres Mal hinfliegen, um auf jeden Fall die maximalsten Content für euch hier rauszuholen. Das ist wirklich so eine nice Stadt. Der erste Laden befindet sich schon direkt im Hintergrund von mir und zwar ist das Shake Shack. Also Shake Shack kennt man eigentlich nur aus Amerika. Es ist übelst nice, dass es hier in London ist und ich wollte schon immer mal gefühlt alles, was geil ist, ist nicht in Deutschland. Und deswegen gehen wir jetzt rein zu Shake Shack. Okay, Freunde, wir sind jetzt bei Shake Shack angekommen. Sehr, sehr, sehr nice. Schaut euch mal diese geilen Burger an. Also, wir haben jetzt hier einen normalen klassischen Cheeseburger mit so Röstzwiebeln drauf. Was mir direkt auffällt, ist, dass das Brot übelst weich ist. Das ist so geil. Und wir haben Smash Patties. Also, wir haben hier auch diese Kruste drauf vom Burger. Der Käse kommt richtig geil. Wird gleich direkt reingebissen. Wir haben einen Chicken Burger. Den feiere ich auch extrem. Der ist übelst crispy. Also, ein bisschen Salat drauf. Relativ wenig Soße, muss ich ehrlich sagen. Dieses Chicken sieht so crispy aus. Dazu haben wir noch einen Karamellshake. Sehr, sehr geil. Und dann noch die Pommes. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt Ganze einfach. Erstmal die Pommes. Geil, nicht zu fettig. Auf jeden Fall knusprig, aber nicht zu fettig. Geilen Kartoffelgeschmack. So gute Pommes, aber halt jetzt nichts Besonderes, ne? Jetzt gehen wir aber erstmal direkt für diesen Chicken Burger. Ich glaube, der wird richtig nice sein. Schmeckt übelst nice, aber das Chicken ist ein bisschen trocken, muss man ehrlich sagen. Also die Panade ist sehr, sehr geil, aber das Chicken ist leider ein bisschen trocken. Also für meinen Geschmack müsste da auf jeden Fall mehr Soße drauf. Vom Brot her ist es übelst krass. Also Brot habe ich selten so gut gegessen. Karamellshake. Wow, this one is good. Der hat aber auch 800 Kalorien, also ziemlich krass in Kalorien. Aber der schmeckt sehr geil. Der schmeckt genauso, man kann sagen, schmeckt ähnlich wie dieser Five Guys Shake. Mal gucken, wir gehen jetzt für den klassischen Cheeseburger. Ich glaube, der wird richtig geil sein. Das schmeckt so geil, Leute. Das Brot ist so weich, dieses Brioche-Bun ist so geil. Dann diese Röstzwiebeln da drauf, richtig geil. Die Röstaromen vom Patty, übelst nice. Also wenn ihr mal bei Shake Shack seid, unbedingt Beef Burger probieren. Sehr, sehr geil. Ich würde sagen, das Ganze lassen wir schmecken und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Und so, Leute, aufgegessen. Es war übelst lecker auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, auch relativ teuer. Zwei Burger, Pommes und ein Milchshake haben, glaube ich, 25 Euro gekostet. Obwohl, nee, ist gar nicht so teuer. Sagt man das auch in Deutschland so? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Irgendwie bin ich voll verwirrt. Das Brot von Shake Shack ist wirklich andere Liga. Also ich habe da nochmal drüber nachgedacht. So. Zumindest in Deutschland gibt es das nicht so weich und so geschmacksintensiv. Es ist auch leicht süß und es kommt übelst geil. Also wenn man jetzt noch auf dem Burger irgendwie Jalapenos oder eine andere Schärfe hätte, wäre es richtig krass. Also ich würde dem Ganze schon auf jeden Fall eine gute 9 von 10 geben. Brutaler Burger, lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt in der Zwischenzeit gehen wir jetzt gerade schon weiter zum nächsten Restaurant. Und ich sage euch, der Besitzer dieses Restaurants ist einfach schon bekannt dafür, dass er einfach so ist, wie er ist. Ohne Scheiß. Er schreit die Leute an. Where is the lunch? Das ist immer aggressiv. That's why it's cold. Aber ist auch ein verdammt guter Koch und da wird es jetzt gleich Pizza geben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe es nicht bei Max im Video schon mal gesehen. Also da könnt ihr an dieser Stelle auf jeden Fall in den Kommentaren schon mal raten, wohin es geht. Das ist für mich persönlich ein richtiges Highlight hier in London. Einfach bei ihm in seinem Restaurant Pizza essen zu gehen. Also wir gehen da jetzt hin, seid gespannt. Bis gleich. Und hier sind wir jetzt also, Freunde. Im Hintergrund befindet sich das Street-Pizza-Restaurant von Gordon Ramsay. Kein geringerer ist es, Freunde. Kein geringerer. Ich wollte schon immer mal in einer seiner Restaurants essen. Und als ich das Video bei Max gesehen habe, habe ich mir so gedacht, yo, irgendwann, wenn ich mal in England bin, irgendwann, wenn ich in London bin, muss ich unbedingt da rein. Und da gehen wir jetzt rein. Und da werden wir uns jetzt auch eine richtig geile Pizza holen. Also Freunde, kommt, wir gehen rein. Ich hab Durst. Vor allem habe ich auch immer noch Hunger. So Leute, und da sind wir jetzt. Wir haben auch schon direkt unser Essen bekommen. Hier läuft das Ganze ein bisschen anders, denn hier bekommt ihr quasi ein Pizzastück nur, aber halt von der ganzen Karte. Das heißt, also quasi kommt die Kellnerin immer rum, fragt, ob ihr die Pizza haben wollt. Und wenn ihr ja sagt, dann bekommt ihr quasi ein Stück immer von der Pizza auf den Teller. Das hat quasi den Grund, dass man von jeder Pizza, die sie hier anbieten, alles mal probieren kann und alles essen kann. Das heißt, der Pizzabäcker hat keine genaue Anweisung, sondern er backt halt einfach die ganze Zeit die Pizza und ihr kriegt immer die ganze Zeit irgendwelche Stücke. Das ist übelst nice. Yes, please. Thank you. Thank you. May. Schaut euch das mal an, die Pizza verneigt sich auch richtig. Richtig knuspriger Boden auch. Oh ja, richtig gute Pizza. Italienischer könnte sie kaum sein, also wirklich wenig Zutaten. Übelst fruchtige Tomatensauce, echt geil. Mozzarella ist einfach on point. Der Teig knusprig und fluffig gleichzeitig, also es ist wirklich, wirklich gute Pizza. Wir gehen jetzt mal für die Pizza mit Chorizo drauf. Also Chorizo ist diese spanische Wurst. Mmh. Oh. Die ist noch besser.
Es kommt mir so vor, als wäre die Base irgendwie so eine Soße aus Mais, Alter. Das schmeckt so krass. Oha. Also das ist wirklich echt nice. Das ist so ein kleines Erlebnis, das hier zu essen. Und dann halt hier bei dem Ambiente, wir haben hier in der Mitte so einen riesen Olivenbaum. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Okay, Freunde, nächster Gang. Jetzt haben wir hier italienische Wurst auf der Pizza. Ich glaube, das wird richtig gut schmecken. Oh, Aubergine, okay, nice. Okay. After that, I'm full, thank you. Also, Freunde, die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Krass, wie lecker diese Wurst ist, Alter. So, Leute, hier haben wir noch eine vegane Version mit Pesto und Aubergine. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Auf selbstgebautes Stativ, auf mit Diver. So sieht das Ganze aus. Sieht schon übelst lecker aus, muss schon sagen. Sehr geschmacksintensiv. Extrem knoblauchig auch. Aber echt geil. Ist auch noch so Knoblauchöl drauf. Das macht das Ganze noch schön saftig und so einfach geil zu essen, Alter. Mmh. Ich liebe London, das macht schon Spaß hier, ne? Ohne Scheiß. Schreibt mal an dieser Stelle in die Kommentare, ob ihr schon mal in London wart oder nicht. Richtig geil. Mittlerweile bin ich jetzt in Queen's Park. Ich war jetzt noch kurz bei meiner Schwester, habe mich ein bisschen ausgeruht. So viel bin ich heute den ganzen Tag gelaufen. Und deswegen denke ich, dass ich mir diese Mahlzeit auf jeden Fall verdient habe. Und nochmal eine ganz, ganz kurze Sache zum Gordon Ramsay Restaurant. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es war sehr, sehr nice. Ich finde das Konzept auch übelst nice, dass man quasi keine Pizza direkt bestellt, sondern einfach von jeder Pizza immer etwas bekommt. Allerdings muss ich sagen, der Preis ist schon ziemlich saftig. Also ja gut, aber eigentlich wie alles in England. Deswegen kann man das jetzt nicht damit vergleichen. Wenn man jetzt auf die englischen Preise guckt, ist das sogar gerechtfertigt. Also ich habe jetzt für zwei Personen ca. 60 Euro bezahlt. Das ist aber England normal, wenn man so zwei, sag ich mal, Menüs und Getränke holt, ist man easy bei 60 Euro. Kennt man aus Deutschland gar nicht so krass, aber ist leider hier so. Trotzdem würde ich den ganzen ohne Scheiß auch so eine solide 8,5 von 10 geben. War schon sehr nice. Leute, guck mal, richtig geil. Also hier bekommt man, so wie überall in England, eigentlich zu jedem Gericht immer die Kalorienangaben. Das ist so geil, man kann das so nice tracken einfach. Ich fühle es maximal. Oh mein Gott, Leute, zieht euch das bitte rein, Alter. Das ist so nice, ey. Wir sind jetzt also beim berühmten Nando's angekommen. Also Freunde, das Glas muss jetzt mein Stativ sein, damit ihr mich auf jeden Fall auch sehen und verstehen könnt und hier das alles, ich das alles geil zeigen kann. Wir haben hier zuerst Coleslaw, der sieht richtig geil aus, Mann. Dann haben wir hier noch Pommes mit so Piri-Piri-Gewürz oder so. Probieren wir mal direkt. Geil. Schmeckt aber wie gewöhnliches Hähnchensalz, wenn ich ehrlich bin. Dann natürlich das Chicken, das Herzstück. Das habe ich in der Variante Hot genommen. Man kann hier nämlich zwischen extra Hot, Hot, Medium, Mild und extra Mild wählen. Und ich habe halt Hot genommen, wo ich gedacht habe, das schaffen wir schon von den ganzen Challenges, die wir gemacht haben. Also probieren wir jetzt erstmal hier den Coaster. Ja, Mann, der ist geil. Nicht so penetrante Mayonnaise. Jetzt probieren wir mal das Chicken. Über das Chicken, Freunde, müsst ihr wissen, da bin ich am meisten gespannt, weil der Laden ist halt Chicken. Also Nando's ist halt die Definition von Chicken. Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt da mal rein. Also es ist schon ordentlich scharf, aber es ist richtig lecker, Mann. Oh mein Gott. Alter, was? Ich würde hier jeden Tag hinkommen, wenn es das in Hamburg geben würde. Das schmeckt so lecker. Ihr müsst euch vorstellen, das schmeckt so natürlich ein... Auf der einen Seite schmeckt es natürlich übel scharf durch natürlich Hot, ne? Richtig geile Röstaromen, das Hähnchen ist zart. Es wurde gegrillt, das heißt die Haut ist knusprig, aber es ist trotzdem saftig. Übelst geile Marinade, hat sowas Afrikanisches auch so ein bisschen, ich weiß nicht. So richtig geile Gewürze, richtig exotisch. Und zusammen hier mit dem Coleslaw ist das einfach eine Endgegner-Kombination. Leute, es ist so gut, es ist so gut. Also das ganze Menü hat jetzt 16 Pfund, also ungefähr 19 Euro gekostet. Dafür kann man trinken, aber all you can drink nachfüllen. Und es ist halt ein halbes Hähnchen mit Pommes und Coleslaw. Also die Portion finde ich auch ziemlich gut. Und die Qualität vom Fleisch ist halt auch echt geil. Also schmeckt super. So Leute, keine 20 Minuten später sieht mein Teller einfach so aus. Ich habe das einfach zerfetzt, Alter. Ihr wisst genau, was das bedeutet. Bewertung gibt es auf jeden Fall gleich im Anschluss. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst unbedingt hierher kommen, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu Nando's zu gehen. Das ist komplett gestört. Ja, aber Freunde, was gebe ich denn jetzt Nando's? Das wollt ihr doch natürlich sicherlich alle wissen. Die Sache liegt auf der Hand. Klar, ich erfülle natürlich ganz, ganz viele Klischees dadurch, dass ich da hingegangen bin. Es gab richtig geiles Chicken, es gab Coleslaw, es gab All You Can Drink, es gab gefühlt alles, was Schwarze einfach lieben. Also für mich ist es dieser Sache auf jeden Fall klar, 10 von 10. Aber warum? Das erkläre ich euch ganz genau. Weil, Freunde, ihr bekommt für euer Geld bei Nando's wirklich das Maximalste. Ihr bekommt richtig geile Proteins, ihr bekommt ein so heftig geil gegrilltes Chicken und so geil zubereitet, dass ihr eigentlich in eurem Leben gar kein anderes Chicken mehr essen wollt. Es ist so heftig lecker, ihr versteht es nicht.
Das ist unglaublich. Es wird halt direkt frisch gemacht. Es ist halt, also, es ist zwar Fast Food, aber schon so, dass ich meine Bestellung abgegeben habe und dann haben die halt erst angefangen, das zu machen. Das fand ich richtig geil. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist einfach wirklich brutal. Für mich persönlich, Chicken, von auch von dem System, wie das gemacht wird. Du setzt dich hin, scannst den QR-Code, gibst deine Tischnummer ein, bezahlst, während du bestellst. Dann isst du fertig, du kannst mit deinen Freunden chillen oder mit deiner Freundin oder mit deiner Frau, keine Ahnung, wie auch immer. Und wenn du fertig bist, zischst du einfach ab, ohne noch unnötig lange auf die Rechnung zu warten oder so, weil du hast ja eh alles bezahlt, schon noch entspannt. Alles ist fertig, du bekommst dein Essen und kannst nochmal diese All-You-Can-Drink machen und so. Wenn du nachbestellen willst, kannst du easy nachbestellen. Richtig, richtig geil. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, Nando's heute für mich persönlich absolutes Highlight. Ganz, ganz dicht dahinter ist natürlich Shake Shack. Das war übelst krass und ich hätte nicht gedacht, dass das heute so mäßig, in Anführungsstrichen, auf dem letzten Platz landet. Aber das war tatsächlich die Gordon Ramsay Pizza. Aber es waren alles drei Restaurants, die unterschiedlicher Gefühl kaum sein können. Und die kann man auch nicht miteinander direkt vergleichen. So, das will ich gar nicht. Und ich freue mich auch in Zukunft noch viel öfter in London zu sein, weil man hier so viele geile Sachen machen kann. Leute, mein Kopf platzt vor Ideen. Ich muss auf jeden Fall nochmal hierher kommen. Und ja, Mann, ich fliege jetzt morgen nach Hause. Und dann geht wieder der Alltag in Hamburg los, ne? Was soll ich euch sagen? So, meine Freunde, und wir sind am Ende dieses Videos angekommen. Ihr seht im Hintergrund vertraute Umgebung. Ich bin wieder in Hamburg. Das war eine so geile Zeit in England. Ich war ja neben London noch in Birmingham und in Manchester. Übrigens habe ich meine Frisur auch wieder geändert. Back to Basics. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche von den beiden Frisuren ihr besser findet. Und wie ihr das Video fandet. Wenn es euch nämlich gefallen hat, dann liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst doch ganz genau, wie das läuft. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder mit einem geilen Video. Und ich sage tschüss, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein.